Hallihallo und ein herzliches Willkommen bei den Farmworkers. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefällt, dieses Projekt, dann unterstützt es einfach mit einem kleinen Däumchen nach oben. Ja, das wäre ein Träumchen. Und ich stehe gerade bei dem Rainer hier am Hof. Der wollte mir nämlich was Großes zeigen, Rainer. Zeig mir her. Warte, ich muss eben den Hosenstall aufmachen. Das Gesicht. Ey, ich habe genau das gleiche Bild jetzt vor Augen gehabt. Genau das habe ich jetzt auch gedacht. Oh ja, Gott. Wo, weißt du, als ich es gesagt habe, schon kurz danach habe ich gedacht, okay, jetzt hast du irgendwas falsch gesagt. Nein, okay. Erstmal darfst du dir hier so ein Bier gönnen. Wo denn? Danke. Ach, hier. Ey, krass. Warte. Ja. Oh, das Heineken ist gut, ja. Sehr gut. Ja. Hat er gut gemacht, Hans-Peter. Ich habe jetzt gerade mal bei mir geguckt. Also, die Fässer sind eigentlich fast schon zum Ausliefern. Mal gucken. Ja, du, ich nehme eins. Ne? Ich habe dich nicht vergessen, Gottes Willen. Du bist der Erste, der eins kriegt. Ja, das ist nett. Erste Kunde, ja? Ja. Für dieses Jahr. Also, ich steh dich jetzt nicht als Kunde. Das ist, ja. Als Wiedergutmachung hast du ja gesagt. Ja, dann dreh dich mal um da. Da das steht das schöne. Warte, ich dreh mich ganz langsam. Muckstück. Ich hab's mir fast gedacht. Krass, krass. Kommst du da hier in Ellerbach überhaupt über die Straßen? Ich bin hier selber nur hier reingefahren. Ja, dann probier mal aus. Das wird ziemlich interessant. Also, ja, also Mähdrescher fahren ist ja wieso nicht so meins. Und deswegen kaufst du dir an größten, den sie haben. Ja, ich habe nämlich gedacht, dann kann ich, wenn sie das sehen, dann machen sie Platz. Ja, ist klar. Rainer, stell dich mal davor. Da muss ich ein Bild machen, ey. Ja. Warte. So, gut, habe ich gemacht. Alles klar. Super. Nee, ja, das habe ich mir geleistet. Ja. Und das Schneidwerk halt da hinten, ne? Ich hatte erst das 6 Meter Schneidwerk bestellt, aber da habe ich mich ein bisschen vertan mit. Und als er hier ankam, habe ich dann gesagt, oh, da fehlt aber noch ein bisschen was auf dem Anhänger da, ne? Auf dem Schneidwerkswagen. Ja, ist nee, klar. Wieso? Hast du bestellt? Ich sag, kann ja nicht sein. Habe ja nicht so einen großen so einen Schneidwerkswagen bestellt und... Und kein Schneidwerk oder was? Ja, und so ein Popelschneidwerk, ne? Mit 6 Meter. Das sah ja aus. Na, nee. Gut, dann weißt du Bescheid, habe ich gekauft. Ach, geil. Also schönes Ding. Also mit ja, also ich will ja jetzt umsteigen. Ich will ja komplett umsteigen auf John Deere. Warum hast du... Ja, ne, ist ja das einzig Richtige. Ja, sehe ich auch so. Das ist ja bei mir genauso. Warum hast du hier Ketten genommen? Bodenschonendes Fahren und... Subvention oder was? Ja, gibt's auch Subventionen für. Habe ich jetzt noch nicht angesprochen, aber... Wie gesagt, habe ich bar bezahlt. Steht so, wie er da ist. Kann ich ja mal im Katalog gucken hier. Ja. So wie er da steht, habe ich da für Listenpreis. Ja, da ist noch keine Händlermarge dabei. 410 für den Drescher. Mhm. Groschi, danke für den Timer, ja. Vergesse ich immer. Ja. Schneidwerkswagen um die 9. Ja, und das Schneidwerk halt ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, was das kostet, keine Ahnung. Ja, gut, ist jetzt auch nicht ganz so. Nee, ne? Ach, da hab ich's. Da habe ich 89 für bezahlt. Ja, also aber das ist ein komplett neuer, ne? Der ist nicht gebraucht. Der ist komplett neu, alles neu, alles neu. Ja. Also ich hab knapp 600.000, ne? Ja, ja. Nee, 500, knapp 500.000 musst du ungefähr. Krass. Und da kommt halt noch die Gebühr für den Händler drauf, ne? Definitiv, ja. Da hast du dir gegönnt. Ja, aber da habe ich mir jetzt gegönnt, ja. Aber jetzt habe ich auch nur noch 300.000. Ist nicht mehr so viel. Ja, gut, aber... Naja, du, aber ich muss mal gucken, vielleicht brauche noch mal ein Gabel hier. Ach so, und ich habe für den die Felder ein Angebot bekommen. Ja. Für 31.000 macht er mir die 7 Felder fertig. Oder 6, ich glaube 6 oder 7 Felder sind es. Ah, alles klar, okay. Die komplette Ecke da oben. Ja. Mähen, alles rein hier in mein Lager.
Ist der jetzt gerade beschäftigt oder was? Ja, die mähen da auch ihre Felder ab, ne? Grasfelder und so. Okay. Naja. Ja, klar, warum nicht? Ich weiß, das bei mir ist das Ding, ich vergesse immer, dass wir ja jetzt, weil wir das ja, das hat er ja in den letzten 2-3 Jahren erst aufgebaut, dass wir jetzt noch ein zweites LU haben. Ich vergesse es immer. Ja, den habe ich jetzt richtig schön eingespannt. Ich könnte den eigentlich bei mir einspannen. Ich vergesse das immer. Ich würd an deiner Stelle die Felder da unten, die du da, da hast du den Fahrtweg nicht. Ja. Aber ob du das über den Müller laufen lässt oder über den Goldberg, das musst du gucken. Ich will ja für den Müller, will ich ja auch noch was, ne? Kriegt ja auch noch ein Felder von mir. Ja, nicht klar. Wenn das Angebot stimmt. Genau. Ja. Da müsst ihr ab nächste Woche wieder da sein. Ja, dann kriegt ihr Aufträge, das kann ich dir sagen. Ja, von mir auch, weil ich muss meine Produktion am Laufen halten. Und die Whisky-Produktion, ich sag dir, die macht viel, viel Arbeit. Die macht richtig Arbeit. Ja, ich habe ja die Fleischproduktion. Ja. Die macht auch verdammt viel Arbeit. Aber ist mal eine ganz schöne Abwechslung da, ein bisschen mit den Paletten umherzuspielen. Definitiv, ja. Glaube ich. Ja, doch. Ich muss sowieso mal wieder hochkommen. Ich war lange nicht bei dir oben. Ja, letzten 15 Jahren nicht. Ja, schwierig. Das stimmt. Da hast du recht. Ja, ich komme mal wieder hoch auf alle Fälle. Okay, ja. Pass auf, ich will dich gar nicht aufhalten, weil ich habe auch noch ein bisschen was zu tun. Und du musst ja nochmal zum Landhandel, wie ich das so mitbekommen habe. Nee, ich muss da eben anrufen. Achso, okay, alles klar. Ja. Alles klar, ne? Ganz kurz, verkaufen die dir auch Diesel? Die machen so eine Dieseltour. Ich habe gesagt, was macht Dieseltour 2021 oder was? Was kommt jetzt hier? Ja, da kommt Dieseltour. Ah, da kommt eine Dieseltour. Yeah. Ja, aber ich hab Diesel. Ich hab, glaube ich, Diesel, ja. Ja. Nee, super. Dann brauche ich ja doch nicht mehr anrufen. Gut. So, Martin hier. Guck Martin, mein Freund. Grüß euch. Du wolltest den hier lassen, die Klaas, oder was? Nee. Schenkt er den uns, oder? Weiß ich nicht. Wenn du John Deere drauf schreibst, kann er hier bleiben. Dann haben wir von Klaas als Vorführer gekriegt, weil wir jetzt offizieller Partner mit denen sind. Offizieller Partner, Ja, wir haben sogar ein Lexion da unten stehen. Ja, haben sie doch, weißt du das nicht, Rainer, haben sie doch jetzt die letzten 2 Jahre immer versucht. Ja, ich bin ja nicht so. Bei Klaas ist das immer nicht so leicht, ey. Nee. John Deere schmeißen sie dir hinterher, Fendt geht auch so, aber Klaas, ey. Ja, hab ich angehört davon, ja. War schwierig, Ja, musst du von der Werkstatt her hohe Ansprüche stellen, die, dass du halt gut von der Ding her, vom Reparaturservice und sonst und Lagerkapazitäten halt gut ausgestattet bist, ne? Ja, klar. Ja gut, das seid ihr ja aber mittlerweile, also. Jo. Das stimmt. Okay, passt auf, ich muss erstmal weiter, macht ihr euer Ding und dann. Ja, ne? Machen wir. Jo. Hier, komm her, ciao. Nimm dir erstmal ein Bierchen, mein kleiner Freund. Ciao, tschüss. Mein kleiner, du bist genauso groß wie ich, du Vogel. So, springen wir hier mal drüber. Der Herr Schwarz. Herr Schwarz! Herr Grumbaum! Jo, Grüße. Das ist wohl Dieseltour 2021? So ungefähr, aber da geht nichts, ne? Warum nicht? Weil da nichts geht, keine Ahnung. Ich kann nicht abladen. Warte mal. Das hat der Rainer letztens auch schon. Das hängt an dem Trigger. Wo kann ich denn eigentlich den Füllstand sehen? Also der hat mir letztens von sich was reingetan, weil der das irgendwie nicht gebraucht hat. Den Füllstand, den siehst du hier hinten. Oh. Da oben, also wenn wir jetzt mal hier hochlaufen kurz. Da ist sowas Weißes da so. Das weiße Ding da. Und? Das darf nicht weiß sein, sozusagen. Wenn du was drin hast, dann ist es grün, eigentlich. Ha. Ich jetzt nicht. Versuch aber mal ein bisschen hin und her zu fahren, weil. Hab ich schon gemacht. Geht nicht. Okay, naja, gut, dann. Hock dich mal selber rein und probier's selber mal. Dann ist vielleicht. Entweder ist es was verstopft, keine Ahnung. Ich kann nur befüllen, aber nicht abladen. Und das wundert mich ein bisschen. Kann man nur einen Rainer mal fragen, wie der das letztes gemacht hat.
Nee, geht nicht. Ja. Was? Keine freie Kapazität mehr. Hä? Steig mal aus. Will mal wissen, wo du jetzt. Wo das. Nee. Siehst du das? Nee, ich kann nur befüllen. Ich kann nicht abladen. Wenn ich auf I drücke, kommt keine freie Kapazität mehr. Ja, bei mir jetzt auch, ja. Naja, gut. Dann ist wohl deinen Dieseltank verbucht. Ja, da müssen wir mal gucken. Zum Glück habe ich noch ein bisschen was drin. Ja, bei welchem Traktor denn? Was? Wo fehlt denn dir was? Hier nix weiter. Hier auch nicht. Wo ist denn mein... Wo habe ich denn mein Dings hingefahren? Ach, hier hinten, warte. Also du kannst ein bisschen, aber das ist... das ist ja Fliegenschiss. Kannst du hier vorne rein, guck. Warte, ja, ich fahr gerade. Hier bei dem kleines bisschen, aber das ist nicht viel. Alles andere ist voll. Steig mal ein. An der Bühne. Warte mal, ich mach mal kurz. Ich zieh mal hier einen Schlauch. Warte. Okay. So. Guck mal, ob du tanken kannst. Nee. Nee. Nee, geht nix. Zeigt mir auch nichts an. Vielleicht der Schlauch kaputt. Ja gut, aber es wären sowieso, was weiß ich, vielleicht bloß... was weiß ich, 100 Liter oder so. Also ein Witz. Ja, deswegen sage ich ja, ich mache mir wieder einen Schlauch ab, oder? So. Ja, nee, also, tut mir leid. Ja, dann hat sich wohl erledigt. Ja, da können Sie ja jetzt meine Hackschnitzel fahren. Was für Hackschnitzel? Ja, habe ich beim Martin bestellt. Du weißt, dass der Landhandel jetzt dann bald zumacht. Warum? 19 Uhr ist Sabbat. Ja, muss ja auch nicht heute sein, habe ich zu ihm gesagt. Ich glaube, das wird heute auch nichts mehr. Wir müssen gucken, dass wir unsere Tankwägen hinbekommen. Herr Schwarz, haben Sie die Pumprichtung geändert manchmal? Ja, sicher. Ha. Ja, dann keine Ahnung. Und auf die Taste innen drin auf Y geht nicht manchmal? Nö, da geht gar nichts. Puh, dann weiß ich's auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja gut, müssen wir morgen mal gucken oder so. Müssen wir ja hier so ein Dings herbestellen. So ein Monteur. Alles klar. Na gut. Bis dann. Denne. Erstmal ciao. Genau. Okay, gut. Ja, also ihr YouTuberinos, seid live dabei, wenn wir hier spielen ohne Ende. Jetzt. So, ja, wie gesagt, ihr YouTuberinos, seid live dabei, wenn wir hier spielen ohne Ende, nämlich im Stream montags und mittwochs. Ne? So, okay. Auf Twitch. Ab 20.30 Uhr. Volle Power.
So. Ach ja. Ja, im Radio habe ich jetzt mal ein bisschen Country-Musik reingemacht. Ich glaube, das ist ja fürs Land ganz gut. Also was heißt fürs Land? Fürs Landleben? Da habe ich ja eine Riesenecke vergessen, ne? Nein, scheiß drauf. Groschi, ich habe einen Shader drin, ja. Ich habe einen Shader drin. Warum? So. Ja, also ihr YouTuberinos, ne, wenn ihr euch fragt, mit wem unterhält denn der sich da? Das ist natürlich, wenn ich jetzt hier alleine im Traktor bin, mache ich ein bisschen Selbstgespräche mit mir. Nein, Quatsch. Das ist, ja, der Chat bei Twitch. Genau. Deswegen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann kommt einfach mal zu Twitch. So, keine Angst, wir machen hier keine komplette Ringfahrt. Ja, du bist die Stimme in meinem Kopf. das stimmt wohl. Ja. Du bist meine Timer-Stimme im Kopf. Groschi. Geil. Ah, cool. Zockst du eigentlich selber LS? Da oben zum Landhandel zurück, der ist ja weg. Ja. Irgendjemand im Funk? Ja. Ja, Waldemar, Grüße. Servus. Wie geht's dir? Beschissen. Warum? Ich hab dich diese Woche noch gar nicht gehört. Weiß ich schon. Hast du freie Spitzen? Also arbeitstechnisch? Für was? Es geht drum, die. Warte mal. Die 2 und die 1 Gras einsammeln. Also nur einsammeln, ich bin gerade am Schwaden. Und zu mir aufs Hofsilo fahren. Ja, ich muss mal schnell einen defekten Traktor wegbringen. Ja, ich habe gerade erst angefangen mit Schwaden. Also wenn du, sag mal, in der nächsten Stunde hinkriegen würdest. Wir sind gerade selber am Einsammeln. Ich würde mich noch mal kurz melden. Ich würde es kurz abklären. Ja, okay, gut, alles klar. Ja? Ja, rufst mich mal an, ne? Mach ich. Ciao. Gut, ciao. So. Auf der Hof Bergmann. Naja, ist doch ganz cool. Hof Bergmann habe ich noch nicht gezockt. Also ich habe im Endeffekt im Singleplayer habe ich übelst Ellerbach gezockt. Also richtig viel Ellerbach. Natürlich gleich am Anfang Felsbrunn und Erlenkrad, ne? Das sind so meine.
Dann die Old Stream Form. Was habe ich noch gezockt? Ja, einige andere noch, die ich jetzt nicht mehr weiß. Der Waldemar, der Waldemar. Ach ja. Was waren zu viele Groschi? So, schreibt mir einfach mal an die YouTuberinos, schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch die Map jetzt gefällt. Also es ist ja eigentlich, wenn man so will, von Ellerbach nicht mehr viel da. Liebe Grüße an den Modder da draußen auf alle Fälle. Also es ist eine absolut tolle Karte. Kann ich nur empfehlen. Würde mich mal interessieren, wie euch die Höfe gefallen. Sind sie schön geschmückt? Wie euch die Produktionen gefallen, vor allem die Ideen an Produktionen, weil es sind ja mal ein paar, die jetzt nicht so oft irgendwo auftauchen in den RPs, die es da draußen so gibt. Selbst in den großen RPs gibt es ja die Whisky-Produktionen und die Fleischproduktionen, so, das gibt es ja alles nicht so sehr. Deswegen, schreibt das mal in die Kommentare, das würde mich freuen. Und Groschi Maps gibt's unzählige, ja. Aber auch unzählig viele schöne Maps. Also wirklich sehr schöne Maps. Zwar auch Müll dabei, ne? Also das muss man leider auch so ganz hart sagen. Also ich bin der Mann der ganz direkten Worte. Aber es gibt wahnsinnig tolle Maps. Also wirklich. So, das sieht auch so ganz gut aus. Kriegen wir das gleich alles mit einmal? Nee, kriegen wir nicht. Aber hier kriegen wir es mit einem Mal. So. Ja, dass sie frei zur Verfügung gestellt werden, ja. Muss halt immer aufpassen, dass nicht Schindluder damit getrieben wird, wie zum Beispiel mit hier Deutsche Heimat, ne? Das Thema hatten wir letztens im Stream. Ja, die Modder, die diese Karten machen, muss ich echt auch, ja, muss man sagen, vielen, vielen Dank und hoffentlich bleibt ihr uns im LS22 treu. Da hat Groschi recht. Muss ich dir recht geben, definitiv. So. Ja, ihr Lieben da draußen, ihr seht, wir machen wirklich, also der Trailer hat nicht gelogen, wir zeigen euch noch mehr Landwirtschaft und ja, bei uns im Projekt heißt es ja auch die Farmworkers und nicht das wahre Farming, deswegen sind wir halt viel auf Feldern unterwegs. Das war jetzt schon böse, aber okay. Bei uns ist nicht ganz so viel GZSZ. Bei uns ist halt wirklich mehr Arbeiten angesagt. So ist das. Aber es gibt so wunderschöne Projekte da draußen. Also, ja, alle, die sich das trauen und Projekte anfangen, meinen, also Chapeau. Hat er gesagt, doch.
ja. Ich guck's doch auch an. Ich guck doch das alles an. Ich liebe es doch auch, das anzugucken. Ich guck so viele, viele andere Projekte von YouTubern, also die sich wirklich YouTuber nennen dürfen. Ne? Ich selber jetzt zum Beispiel, ihr lieben YouTuber-Rinos, ich würde mich jetzt niemals als YouTuber bezeichnen. Ja, dafür sind wir einfach noch viel zu klein. Oh, mein Timer. Und, ja, okay. Ja, und da muss ich echt sagen, ja, Chapeau an alle, die das machen. Ja, also, und das Ding ist immer, je kleiner ein Projekt, umso schöner ist es eigentlich fast. Muss ich wirklich so zugeben. Deswegen sage ich, ich liebe alle Projekte, die irgendjemand macht, weil, sind wir mal ehrlich, es gibt da viele, die trauen sich's nicht. Na, aufgrund von Kritik und so weiter und so fort. Ja, ihr Lieben, aber wie die Unterhaltung weitergeht und ja, ob der Herr Goldberg uns hier hilft oder auch nicht hilft, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Morgen geht's weiter. Und ja, so sieht's aus. Ich glaube, morgen dann auch. Es müsste eigentlich so sein. Ne? Morgen am Montag ist dann auch wieder Livestream. Kommt einfach mit vorbei und habt Spaß dran. Ja, ich bin erstmal raus. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen da lassen. Ihr kennt es ja. Oder vielleicht auch ein Abo. Das wäre natürlich noch viel schöner. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao. Euer Sven.